Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute nicht auf Summoner's Rift, sondern im neuen Game Mode The Legend of the Pro King. Mit dabei der gute Zeraiku. Hallo. Und das wird unser erster Versuch sein, richtig mal diesen neuen Game Mode zu analysieren und auch wirklich etwas näher darauf einzugehen. Das ist mittlerweile unser zweites Spiel zusammen, glaube ich, oder? Zweite? Ja, unser zweiter Versuch. Der zweite Versuch auf einmal. Auf jeden Fall, ja, hast recht. Ich habe jetzt insgesamt diesen Game Mode, glaube ich, schon drei oder viermal, nee, zweimal gespielt. Also ich jetzt alleine. Jetzt zeige ich, glaube ich, jetzt einmal mit mir zusammen. Und von daher wollen wir jetzt mal ein bisschen näher darauf eingehen und ja, vielleicht euch den Game Mode auch näher bringen. Wer weiß. Gut, zuerst ist zu sagen, dass es hier keine normalen Summoner-Spells gibt, sondern wirklich was ganz Spezielles. Hier zum Beispiel der D ist so ein Pogo-Toss, das heißt, man wirft einen Pogo einfach in der Gegend rum. Ich zeig's euch mal. Einen Moment. Und zwar genau so. Wie man sehen kann, das Geschoss, also der Pogo, der kommt relativ weit. Und wenn man nochmal auf D trifft, also eher gesagt, wenn man den Pogo trifft auf dem Champion, dann kann man sich mit dem Spell nochmal ranporten. Nicht wahr? Leider ja. Du hast es ja schon erfahren. Ja, man sollte auch wirklich damit aufpassen, was macht dieses Team da. Was macht ihr da? Wenn man damit trifft, dass man da echt nicht aus Versehen auf D kommt. Weil das kann echt fatal enden, weil diese Range einfach extremst hoch ist. Das ist wirklich wahr. Sieht man auch hier. Oh, Xerath war, glaube ich, eine gute Wahl. Ja, war es auf jeden Fall. Ja, wir haben Man noch viel sieht mehr schon, Range als die. auch wie im ganz normalen Aram gewinnt das Team, was die meisten Poke hat, im Normalfall. Natürlich wird jetzt halt viel mehr auf Midi-Chains-Champs einfach gefordert, eben weil man sich als seine Gegner teleportieren kann. Deswegen sind Tanks jetzt eigentlich echt nicht mehr schlecht. Man sieht schon, die ganzen Pelzkugeln fliegen ja durch die Gegend. Und da kommt der Pogo King. Ihr seht schon, der hat schon relativ viel Life und er hielt, glaube ich, soweit ich weiß, uns immer in seiner Range stehen. Genau. Und um den Pogo zu bekommen, muss das Team einfach nur 10-mal die Gegner mit ihren Pogos treffen. Also eigentlich recht einfach. Ja. Da sieht man die Heals, wenn man in seinem Kreis steht. Ja gut, das war ein bisschen schlecht von mir gemacht. Was soll's. Besonders, ich kann euch noch zeigen, man kann sich ranporten. Das hast du gerade gesagt. Ja. Ja, obwohl man Hier, kann sich, glaube Pogo ich, in alle geworfen, Pogos dann ranziehen, nochmal oder? D, man Nee, kann portet man sich sich ran, nicht. dafür sterbe ich nichts. Du stirbst einfach mal, ne? Ja, dachte ich zumindest. Ja. Du bist mal. Bräuchte mal wieder ein bisschen Mana, das wäre nicht schlecht. Oh Mann, Shen ist halt damit echt stark. Durchaus. Eventuell sollte ich auch mal meine Pros werfen. Yes, ich habe ihn getroffen. Nochmal ein bisschen D drücken und sich auf Shen porten. Das wäre wahrscheinlich das Beste, was ich machen Eigentlich könnte. müsste Rek'Sai damit richtig gut sein, denke ich mal. Oder Alistar. Vor allem Alistar. Wieso spielt hier keiner? Alistar? Wäre auch eine Möglichkeit. Tötet ihn doch. Tötet den Poro. Lass den armen Poro Ich in meine, Ruhe. man wäre dran, könnte instant Q'en. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Ja, dann wiederum ist es zu broken. Nice, ich habe keinen einzigen Clip bekommen. Ich will nicht so sterben. War ehrlich. Das Prinzip von Aram, keiner gibt je einen Pilz. Das Prinzip von Aram, Sona gewinnt immer. Nevermind, LeBlanc gewinnt immer, weil es LeBlanc ist. Hey, ohne Witz. Jetzt war LeBlanc, glaube ich, echt in jedem Game dabei, was wir gemacht haben, oder?
gut, ich hab keine. Oh mein Gott, wie hat sie aus dem Kids? Na gut. Na gut. Nein, LeBlanc, nein! Nein, LeBlanc, komm, port dich dran! Ich weiß zwar nicht, wer mich jetzt wirklich getroffen hat mit dem. Rengar müsste eigentlich davon auch teilweise profitieren. Ja, aber. Ja, weniger als andere. Nice. Oh, der hier ist ziemlich nice von dem Poro. Obwohl, halt er wirklich? Ich glaub nicht. Ja, der heilt und gibt dir sogar Mana wieder. Sehe ich gerade. Muss schon mal ein bisschen genau hingucken. Schade, ich hab den eh nicht getroffen. Schön ultet. Getroffen. Nice! Rengar hier auch, ne? Schade. Ja, das so. Teilweise ist es wirklich unser extrem lustig mit dem D, also mit dem neuen Summoner-Spell. Und auch der F, Summoner-Spell, also Pussy King. Damit kannst du zu dem König kommen. Hast du einmal F gedrückt, mal ehrlich? Hast du einmal beschworen? Ja, in den letzten hier. Ja, zu spät. Ich bräuchte unbedingt mal meine Item. Ganz wichtig. Und ich hab schon eins. Ja, da kommt er schon, der Poro King. Nice. Wenn ich das richtig sehe, wird er auch zu jedem Mal stärker, wenn man den holt. Ja. Muss er ja auch, sonst. Irgendwann ist das Verhältnis nicht mehr wichtig. Up to date. Das ist ja genau wie im Normal Game, also auf Summoner's Rift. Der wird ja auch vielleicht auch stärker, im Normalfall. Nein, ich dachte, der bleibt immer auf Platz 1. Stimmt, da war ja was. Ich bräuchte unbedingt Mana. Das ist echt heftig. Ich bin so ein schlechter Lux-Spieler. Ich hab keinen Mann mehr. Naja, immerhin. Mana! Gib mir Mana! Ja, gib mir Mana, genau. Gib mir Mana, bitte. Ach, und hier übrigens der F, man portet sich halt so instant dran. Ja, das ist halt genial. Man kann engage, wenn man will. Das ist halt auch ein extremer Vorteil für Melee Range, für Melee Champs. Beinahe. Der Auto-Tag, ja, wegen dem Auto-Tag bekomme ich natürlich Akku, ne? Ganz klar. Irgendwie sind wir die beiden Einzigen, die Tower angreifen. Der muss doch tot sein. Ich dachte gerade schon. Ja. Da kam keine Benachrichtigung. Ja, Champion lebt immer noch. Hat keine Ahnung für Damage gefressen. Ja, Lifehack, ganz klar. Ja, Lifehack wie immer. Ich geh mal zu Stück mehr. Links. Ja, solltest du wirklich. Mana holen. Weil ich vollkommen oben bin. Oh. Ich glaube, ich bin jetzt auch gut, obwohl. Ja, nicht mal Zwang hat. Doch. Ja, so ein bisschen. Ja, nicht mal zwanghaft, obwohl. Never mind. Ich hab nichts gesagt. Ich war schon vorher tot. Naja, wenigstens habe ich schon jetzt equipped bekommen. Ich hab meine Ulti-Farm bekommen.
Ja, da haben sie den Poking. Ah, der hat schon 3 KD. Nicht cool. Ja, tötet den Poking. Ich hab halt keinen Mana. Boah, macht der Damage. Nice. Ah, schön ist da. Boah, ich hab Rabadons. Das ist gut. Ah, man muss sich schon ein bisschen hier konzentrieren. Yes, ich hab den Poro King. Ah, Teleport. Nice. Der hat mich getroffen, glaube ich, mit dem Turbo. Oh, der fängt ja alles ab. Na Mist. Was mache ich da eigentlich? Lass weg von meinem Turbo. Bitte. Bitte. Der Turbo hat euch nicht getan. Nein! Mann. Oh, irgendwie habe ich ihn bekommen. Nicht schlecht. Alles. Shen ist natürlich auch ziemlich effektiv. Hast schon recht. Wirklich durchaus nicht schlecht, dieser Champion. Ich frag mich nur echt, warum wir gegen Sona gewinnen. Oh mein Gott, halb! Fuyu Rengar, Fuyu. Boah, einmal getroffen, keiner tot. Schade. Ah, fuck you. Keine Angst. Mit der Ult. Na. Der Fist macht den Job gut. Mich in Ruhe lassen. Dumme Wahl. Leave me alone. Please go away. Warte, ich hab gleich Q. Yes, ich hab überlebt. Überlebt. Wegen dem Heal. Echt nice. Naja, der, das Spiel macht zwar wirklich ein bisschen Spaß. Kannst du nicht sagen. Ja, das ist schon so retarded, aber doch macht es Spaß. Wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir empfehlen es auf jeden Fall, insbesondere wenn man Freunde dabei hat. Der macht es auch Spaß. Weißt du, wir Prime. Sieht dann schon cool aus. Alle feuern Pogo gleichzeitig auf ein und der wird einfach down gebürstet. Am besten, ne? Das wäre so cool. Ich bin kurz davor, meine Schuhe zu verkaufen. Echt? Ja, damit ich mein Polster bekomme. Ich warte einfach. So, wolltest du. Richtig. Naja, wenigstens habe ich ihn gekochen. Xerox. Ah, das ist so cool, wenn man in der Base steht und der Pogo einfindet. Ja, ja. Konnte ich leider noch nicht austesten. Bin nur einmal gestorben bis jetzt. Töte ihn! Nice! Naja. Poro wird er richtig misshandelt. No, Poro Master! Don't die! Urengar!
Oh, du hast noch einen Outtake drauf machen müssen, dann wäre sie gestorben. Oder auch so. Ach, Izzy. Oh, shit. Ach, Mann, ich unterschätze ihn aber. Weil, keine Ahnung. Boah. Dieser Damage. Am besten port ich mich jetzt dran, das wäre eine Idee. Ja, auf jeden Fall, ich meine, es ist ja nicht so, dass du Lowlife bist oder so. Die hätte ich jetzt ranporten können in der Theorie. Ich meine, Poke pingt halt jetzt schon 4 Kali. Ist doch gar nichts. Der fängt, glaube ich, mit 2,5 oder so an. Ich glaube, ich hol die jetzt, oder? Na. Shen? Ich hab jeden getroffen. Okay, wir sind tot. Alle sind tot. Wow, dieser Burst von Jen. Das war jetzt krass stark. Das war einfach too strong for us. Aber keine Sorge, ich habe jetzt die wichtigsten Items fertig und jetzt wird gerackt. Ja, der Rengar bekommt ein bisschen Free Damage ab. Der Poro King lädt immer noch. Nein, der reißt unseren Tower ein. Pass auf. Oh no. Poro King, please stop it. Be gentle to us. Oh, Poro Senpai, no, please. Ist das so falsch rüberkommen? Wenn du so falsch denkst, kann ich doch nichts für. Shen. Ja, ist weg. Halb. Mit dem Sporting. Ja. Sie kommt. Mach damit. Vergiss nicht, deine Pogos zu werfen, das ist wichtig in dem Moment. Okay, das ist schlecht. Ja, dieser Rengar. Das war schlecht. Hätte nicht gedacht, dass er so viel Damage macht. Das war richtig schlecht vom Fist. Obwohl der gar nicht mal so weit behind ist von seinem Itembild her. Wow, we are losing. You don't say, my friend. Quatsch, wir sind am Gewinnen. Der Rengar am Ownen. Ja, der Rengar pwnt uns halt alle richtig gut. Pogo. Mann, ich glaub mir das jetzt. Ja. Bitte. Gib mir das Item, please. Okay. Ich hab mir Assist bekommen, bin zufrieden. Ich hab einen Kill bekommen. Nein, ich hätte beinahe den Kill bekommen damit. Das wäre geil gewesen. Romped. Ja, da fliegt sie. Da fliegen die Poros hinterher. Meiner Götter auch dazu. Na gut. Oh, fuck, 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 Blitzno, Blitzno, Lengo. Ah, Kalista wenigstens noch getroffen. Ja, ist okay. Wenigstens etwas. Wir sollten nein. Vielleicht. Die Xena hat keinen Ult. Und da ist der Pogo King. Hab ihn bekommen. Pogo King Pentakillitz. Ich werde mich jetzt für den Popo opfern und den Port, wenn es noch geht. Ah, oh, natürlich nicht, ey. Nervig. Boah, ich hasse dieses Rangedashe so sehr. Besonders, wenn auf einmal so ein Shen aus dem Nichts auftaucht.
abartig. Pogo. Er hat halt schon 5k Life. Ich glaube, ich sollte mir doch Fiends kaufen. Ja, komm, Fiends. Ja, Rengar, let's go away. Da muss die so verdammt nochmal. For real! For real! Moment, ich hasse diesen komischen Spell, ohne Witz. Donut. So lame, das ist wirklich echt extrem lame. Und so ist sowieso am lamesten, mit Abstand. Wir haben nur gewonnen aus dem einen Grund, und zwar, dass sie Sona haben. Das ist der einzige Grund, warum sie gewonnen haben. Ja, Sona hat ja, Sona ist immer. Eben wirklich abartig auf Aram. Ich hatte, glaube ich, eine 75%ige Winrate. Das ist schon ziemlich abartig. Wirklich abartig. Gut, ich hoffe mal, wir konnten euch einen kleinen Einblick in diesen Game Mode geben. Und dann mache ich einfach mal einen Cut hier und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. See you, Leute. Ciao.